Es ist natürlich nicht nur die Größe, was Deutschland und Ungarn unterscheidet, sondern auch die historischen Erfahrungen. Wir haben immer noch diese 40 Jahre sozusagen Wüstenwanderung hinter uns, obwohl in der Wendezeit wir neue Chancen bekommen hatten, aber die Konsequenzen sind immer noch da. In meinem Vortrag habe ich einen englischen Historiker zitiert, der gesagt hat, im Kommunismus dem Schlimmsten, was danach kommt. Und das erleben wir beinahe immer noch, dass die Ruinen da sind. Ungarn war in den 80er Jahren ziemlich entwickelt, relativ entwickelt, wenn wir die anderen sogenannten Ostblock-Staaten betrachteten. Das wurde oft die glücklichste Baracke genannt. Aber heute manche sagen, dass Ungarn die traurigste Supermarket sei. Also, dass wir nach der Wende eine gewisse Enttäuschung haben in der Gesellschaft. Und wenn enttäuschte Leute finanzielle Schwierigkeiten und politische Schwierigkeiten haben, dann ist das eine Gefahr, immer jemand als Sündenbock zu betrachten. Entweder die Romas oder die Ausländer oder die Flüchtlinge. Und damit kämpfen wir heute. Wir finden es selbstverständlich, dass wir in der Zeit der Flüchtlingskriege aktiv sein müssen als Kirche. Aber das finden nicht alle Komponenten selbstverständlich. Manche Leute sagen in unserem Land, in Ungarn, sogar von der Seite der Regierung bekommen wir manche Kritik, dass die Kirchen vielleicht passiver sein sollen in dieser Frage, weil es so komplex ist und wir sollen uns nicht einmischen. Ich bin mit dieser Meinung nicht einverstanden, im Gegenteil. Deshalb ist uns sehr wichtig, die Tätigkeit der Partnerkirchen kennenzulernen. Und wir haben eine Partnerschaft mit der Bayerischen Landeskirche seit mehr als 25 Jahren. Und wir sehen die verschiedenen Aktivitäten der Bayerischen Kirche. Oder als Vizepräsident des Lutherischen Weltbundes kann ich auch sehen, was für Tätigkeiten die Kirchen im Rahmen des Lutherischen Weltbundes machen, was für Dokumente verabschiedet werden. Zum Beispiel Welcoming the Stranger ist ein Dokument, das auch bei uns bekannt machen, das wir auch in Ungarn bekannt machen wollen und nach diesen Richtlinien wir aktiv sein wollen. Also die Aufgabe der Kirche ist, dabei zu sein und das machen wir auch. Als voriges Jahr in Budapest am Ostbahnhof Zehntausende von Leuten dort waren oder an der Grenze zu Serbien, in Röske zum Beispiel, Zehntausende von Leuten unter unmenschlichen Umständen waren, dann haben die Behörden leider sehr wenig getan. Als Kirche versuchten wir etwas tun und viele Zivilorganisationen und ganz einfache Leute, unter anderem Universitätsstudierenden und junge Leute, haben ganz spontan viel getan. Das hat mich ermutigt und wir wollten auch als Kirche dafür Beispiel zeigen, dass wir ein christliches Verhalten gegenüber Flüchtlingen haben müssen, auch wenn es nicht so mit großer Freude von der Seite der Behörden akzeptiert wird. Kirche muss nicht politisch sein im Sinne der parteipolitischen Zusammenhänge. Aber was hier in Bayern zum Beispiel, besonders vom Landesbischof Bedford Strom, oft gesagt wird, dass eine öffentliche Theologie gemacht werden soll, ist für mich sehr wichtig. Und in diesem Sinn versuchen wir auch eine offene Kirche zu sein. Und wenn nötig, dann haben wir auch unsere Meinung auch in öffentlichen Fragen, auch in politischen Fragen. Und in Fragen,
wo die Kirche als Kirche etwas zu sagen hat. Natürlich, unsere erste Aufgabe ist, das Evangelium zu verkündigen, das tun wir auch, aber als Konsequenzen müssen wir einfach mit Mitleid und Aktivitäten in der Gesellschaft dabei zu sein. Das erwarten auch unsere Gläubigen. Es wird nicht immer mit großer Freude empfangen, also wir bekommen Kritik, manchmal auch von der Seite der Kirche. Das habe ich schon erlebt, wenn ich über Flüchtlingsfrage etwas geäußert habe in einer Predigt. Jemand ist aufgestanden und hat die Kirche verlassen, demonstrativ. Das hat mir natürlich wehgetan und ich versuchte dann später diese Dame zu erreichen und wir sind in Dialog gekommen, was für mich sehr wichtig ist, dass ich die Meinung derjenigen kennenlerne, die nicht meine Meinung, nicht in meiner Meinung sind, sondern vielleicht kritisch gegenüber sind. Aber ein Dialog ist immer möglich und auch nötig.